Alles passt beim öffentlichen Training am Mittwoch in St. Gallen. Das Wetter ist so gut wie die Laune bei den Spielerinnen und bei Trainerin Inka Grings. Optimismus herrscht vor. Wir wollen Euphorie einerseits im Team auslösen, sodass wir das dann auf die Leute, auf die Zuschauer können übertragen können, sodass sich wirklich alle oder die Schweizer Nation wirklich freuen auf das Turnier mit uns zusammen. Und das ist jetzt die Aufgabe für uns, in den nächsten zwei Jahren da wirklich so ein bisschen, einfach ein Feuer auszubreiten. Im Aufgebot mit dabei sind ganz junge Spielerinnen, wie die 16-jährigen Lela Egli und Noemi Iveli. Ebenso wie die Rückkehrerinnen Riola Cemaili und Alaya Pilgrim. Sie alle wollen sich für die Heim-EM aufdrängen. Sicher ein Ziel, ja. Aber eben schlussendlich bietet Inka auf, wer sie aufbietet. Und dann hat es genug Spielerinnen, die das Potenzial haben, um die Goal zu schiessen. Tore schießen, das große Thema. Denn daran hat es dem Team von Inka Grings an der WM definitiv gemangelt. Manchmal leide ich mit, manchmal ärgert es mich wahnsinnig, weil wir uns in so viele extrem gute Situationen bringen und die dann einfach auch nicht mal frecherweise, egoistischerweise ausnutzen. Das ärgert mich dann schon, weil sie bis dato wirklich unheimlich viel extrem gut machen. So Sachen gibt es immer im Fußball und ich meine, an dem wissen wir, dass wir dann daran arbeiten können und dass wir das verbessern können. Und dann das Ziel ist ja dann an der EM, dass wir das dort ganz klar umsetzen können. Doch auch am Freitag gegen Italien will es nicht klappen mit den Toren. Wieder steht am Ende die Null. Es ist wie verhext. Die langjährige Nationalspielerin und SRF-Expertin Martina Moser weiß, wie schwierig das gerade für die Trainerin sein muss. Sie wurmt es am meisten, dass man nicht so viel Goal geschossen hat, weil es wahrscheinlich meistens selber im Bein noch ein bisschen zwickt, weil sie am liebsten selber reinholen will. Aber grundsätzlich ja, muss sie jetzt den Spielerinnen die Offensiv-Idee, die sie verfolgt, vermitteln und vor allem ihnen eben Vertrauen und den Mut zusprechen, dass alle fähig sind zum Goalschießen. Im Training liegt der Fokus dann auch ganz auf der Offensive. Aber nicht nur sportlich gibt es Handlungsbedarf. Etwas tun muss sich auch beim Verband. Marisa Wunderlin, Ex-Nazi-Assistenztrainerin und jetzt Trainerin des FC St. Gallen, sieht den SFV bezüglich seiner Strukturen im Verzug. Der Spitzenfußball der Frauen ist weder bei der Erstliga drin von den Männern, noch sind sie bei der SFL drin. Fakt ist, der Spitzenfußball der Frauen hat keine Stimme, kein Gewicht in den politischen Gremien. Und das wird zwingend nötig sein, wenn man will, gerade auch was den Spitzenfußball anbelangt und die Möglichkeiten der Spielerinnen die nächsten zwei Jahre, aber auch länger, verbessern. Zu viel lastet auf den Schultern von Marion Daube, der Direktorin Frauenfußball, die derzeit in den Ferien weilt. Welchen Stellenwert hat der Frauenfußball im Verband? SFV-Generalsekretär Robert Breiter ist zwar beim Spiel gegen Italien im Stadion, für ein Interview mit Sportpanorama schickt er aber Mediensprecher Dominik Erb. Der Verband ist bestrebt, dort auch Entwicklungen zu machen. Und jetzt hat man im Mai an der Delegiertenversammlung auch eben entschieden, dass zwei Frauen extern dazukommen zum Zentralvorstand. Und dass es dort natürlich dann auch die Möglichkeit gibt, dass Frauen ihre Perspektive einbringen können. Und dass es natürlich jedem Gremium eben auch gut tut, das weiß man, wenn Frauen involviert sind. Und das ist auch wichtig, dass mehr Frauen dazukommen. Wie schnell sich die Investition in den Frauenfußball auszahlen kann, zeigen der Europameistertitel für England 2022 sowie der WM-Titel Spaniens vor wenigen Wochen. Beide Nationen haben in kürzester Zeit Riesensprünge gemacht. Mir war vor ein paar Jahren mit Spanien noch auf Augenhöhe, respektive ich durfte sogar mal einen Sieg erleben gegen Spanien. Und jetzt, ein paar Jahre später, sind sie Weltmeister. Und wenn man das sieht, ist das eine Riesenentwicklung, die in diesem Land passiert ist. Und ich glaube, genau so ein Beispiel muss man nehmen und schauen, was haben sie verändert, was haben sie gemacht, dass der Frauenfußball dort sich so extrem entwickelt hat. Es sind Entwicklungsschritte gemacht worden. Wir haben beispielsweise eine Projektleiterin eingestellt jetzt für den Spitzenfußball bei den Frauen, die die Liga voranbringen soll. Wir haben einen Talentmanager eingestellt, der ihre Arbeit aufnehmen wird. Und das sind alles kleine Schritte. Auch in anderen Bereichen sind Entwicklungen, die stattfinden. Der Schweizer Weg ist sicher einfach einer, der auf Nachhaltigkeit auch ausgerichtet ist. Der Frauenfußball boomt. Mit jährlichen Wachstumszahlen von 10-15% lizenzierter Spielerinnen. Die Frauen-Nazi wird immer populärer.
Die Verbandsstrukturen hinken aber hinter dieser rasanten Entwicklung her. Wenn wir sagen, als Schweiz, wir möchten uns regelmäßig, so wie der Strategie 2025 notiert, regelmäßig auch die Endrunden, dann bin ich der Überzeugung, dass das möglich ist, wenn wir sehr viel mehr machen. Man muss jetzt einfach Strukturen anpassen, man muss mehr Frauen, Manpower ins Boot holen, damit man das stemmen kann. Und ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Schritt, der gegangen werden muss. Damit die Heim-EM 2025 zum Höhenflug wird, muss der Verband jetzt ganz rasch die Weichen stellen. Sonst vergibt auch er eine Großchance.